Tonleitern üben gehört zum Dasein eines Musikers wie das Händewaschen zum Arztberuf. Ich bin Katja Reinbold, ich bin Flötistin und Flötencoach. Welche Tonleitern man wie am besten übt und was es mit dem Tonleitermarathon auf sich hat, das erfährst du in diesem Video. Warum alle Musiker Tonleitern üben, ist klar. Tonleitern und Dreiklänge sind ein Großteil der Bausteine, aus denen unsere Stücke bestehen. Und je fitter du bist in Tonleitern, je mehr Tonleitern du in verschiedenen Tonarten spielen kannst, umso schneller kommst du dann auch in deinem Stück voran. In diesem Video geht es also um Tonleitern, wie du sie kreativ übst, wie du sie effizient übst und wie du sie im besten Falle auch noch mit Spaß übst. Bleib unbedingt dabei und schau dir das Video bis zum Ende an, denn ich habe noch etwas zu tun für dich. Bevor wir gleich reinstarten in unser Thema, wollte ich dir noch ganz kurz hier das zeigen aus meinen Analytics aus dem YouTube-Kanal. Schau mal, so viele Abonnenten habe ich und so viele Nutzer schauen meine Videos, ohne meinen Kanal zu abonnieren. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Abonnenten bringen einen YouTube-Kanal nach vorne. Es kostet dich überhaupt gar nichts, meinen Kanal zu abonnieren und auf die Art und Weise kannst du mir einfach helfen. Also ich würde mich total freuen, wenn du es noch nicht gemacht hast, wenn du meinen Kanal abonnierst. Worum geht es also beim Üben von Tonleitern? Warum machen das alle Musiker? Nicht nur die Flötisten, ist ja klar. Eingangs habe ich ja gesagt, ein Großteil unserer Stücke besteht aus Tonleitern und Dreiklängen. Es ist unser Baumaterial sozusagen. Es gibt aber noch viele, viele andere Gründe, warum du Tonleitern üben solltest. Es geht um Geläufigkeit, es geht um Gleichmäßigkeit und, das ist ganz, ganz wichtig, es geht um das Automatisieren von Abläufen. Je automatischer du deine Tonleitern spielen kannst, umso flüssiger und leichter kommst du auch durch dein Stück. Ohne Gleichmäßigkeit keine Geläufigkeit und ohne Geläufigkeit keine Gleichmäßigkeit. Wir müssen gleichmäßig spielen. Warum ist das so kompliziert? Wir haben ja unterschiedlich schwierige Griffverbindungen in der Kombination hintereinander. Wenn du dir jetzt mal anschaust, die Kombination CD, da passiert wahnsinnig viel. Alle Finger wechseln einmal durch. Und jeder Anfänger kriegt die Krise mit diesem Griffwechsel, weil auch noch zusätzlich die Flöte wackelt. Beim C hat man kaum Stabilisierung durch die Finger, beim D sind wieder alle Finger drauf, die Flöte wackelt wie ein Kuhschwanz und der Anfänger verliert den Ansatz. Ein Griffwechsel wie AH ist einfach, da bewegt sich nur ein Finger. Und das ist ja klar, wenn wir dann eine Kette von Tönen spielen, also eine Tonleiter, dass sich dann unterschiedlich schwierige Griffverbindungen aneinander reihen. Und somit entsteht von Hause aus Ungleichmäßigkeit. Das müssen wir einfach üben. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist das Automatisieren von Abläufen. Du kommst auf keinen grünen Zweig und jeder Anfänger weiß das. Es dauert, bis du gelesen hast, was das für eine Note ist, dir überlegt hast, wie die heißt und dann den Griff dazu gefunden hast. Das ist ein langwieriger Prozess und mit der Routine zusammen wird das natürlich besser. Irgendwann lässt du diesen Zwischenschritt aus, dass du überlegen musst, wie heißt denn diese Note? Ich sehe da eine Note D und überlege, aha, das ist ein D und ah, da ist der Griff dazu. Das ist irgendwann weg. Du siehst die Note, denkst nicht nach und weißt einfach den Griff. Dennoch kannst du dir viel Mühe sparen, viel, viel Zeit und kommst wesentlich schneller vorwärts, wenn du nicht Ton für Ton spielst, sondern bereits gesamte Strukturen erfasst. Also wenn du musikalische Formen erkennst, wie zum Beispiel, das ist hier ein D-Dur-Dreiklang. Du siehst einfach D fis A, muss ja noch nicht mal in der Reihenfolge sein, die können ja auch durcheinander, aber dass du erfasst, okay, das ist ein D-Dur-Dreiklang. Deswegen lohnt es sich auch total, nicht einfach nur die Noten abzuspielen, die da stehen, sondern wirklich auch mal hinzugucken, was haben wir denn da? Haben wir da eine Tonleiter? Haben wir einen Tonleiterausschnitt? Ist da vielleicht eine Dreiklangsfigur? Sind da Terzen? Oder eventuell eine Chromatik oder sogar eine Teilchromatik?
Und wenn du dann irgendwann wirklich ein paar Tonleitern drauf hast und das schaffst mit diesem Erfassen von Formen und Strukturen, dann geht das wirklich automatisch. Das wirst du merken oder weißt es vielleicht auch schon, dass du eine F-Dur-Tonleiter im Prinzip einfach spielst, ohne nachzudenken. Du weißt, welcher Finger nach dem anderen kommt. Sowas geht natürlich nicht von jetzt auf gleich. Das ist ein Prozess wie ganz vieles beim Lernen eines Instrumentes. Durch das Wiederholen, durch das Üben und durch das stetige Auseinandersetzen mit den Sachen wirst du nach und nach einen Automatismus erreichen. Das ist ein ganz schöner Punkt, wenn man den hat, wenn die Finger einfach laufen, ihren Weg kennen und man nicht mehr nachdenken muss. Großartig. Jetzt weißt du, warum es gut ist, Tonleitern zu üben. Wahrscheinlich wusstest du das vorher schon auch, aber solche Dinge kann man nicht oft genug sagen. Du kannst jetzt gewisse Strukturen und Formen automatisch erkennen und automatisch abspulen. Aber was hast du unterm Strich davon? Wenn du das kannst, wenn du diese großen Formen siehst und gar nicht mehr so eins zu eins die Noten lesen musst, ist ja klar, dann kannst du dich ein bisschen vom Notentext lösen, dann wirst du souveräner und das ist doch total gut für deine Musikalität. Und Tonleiter üben muss nicht unbedingt langweilig sein, das kann wirklich Spaß machen, solange man das ein bisschen kreativ gestaltet. Wenn du nicht einfach nur von unten bis oben spielst und wieder runter, dann bringt das auch nicht so wahnsinnig viel. Es gibt viele Möglichkeiten, Tonleitern wirklich kreativ und mit Spaß zu üben, dass du auch hinterher wirklich was davon hast und die zeige ich dir jetzt. Ich nehme jetzt mal hier die F-Dur-Tonleiter als Beispiel und fangen wir mal an mit verschiedenen Rhythmen. So, das waren jetzt schon wie viel? Vorwärts punktiert, rückwärts punktiert, dann zwei kurz, zwei lang, zwei kurz, die schnell in der Mitte, dann den punktiert mit den drei schnellen und den drei schnellen mit, also 7 Varianten. Anhand eines Tonleitermodells. Allein wenn du das machst, bist du schon eine ganze Weile beschäftigt. Und dann auch noch durch die verschiedenen Tonarten, das ist ja auch noch. Die Idee wäre, wenn deine Stücke hauptsächlich in G-Dur und D-Dur stehen, dass du mal vielleicht auch mal eine B-Tonart spielst, dass du mal F-Dur und B-Dur. Und ganz cool ist es natürlich, wenn du dich mal jenseits der drei Vorzeichen traust. Am Anfang habe ich jetzt diese Tonleiterabschnitte gespielt. Es gibt natürlich noch andere Formen der Tonleitern, zum Beispiel die. Und so weiter. Auch die kann man punktiert in allen Richtungen üben. Jetzt haben wir also schon verschiedene Rhythmen, verschiedene Tonarten und verschiedene Formen, ne, die Tonleiterabschnitte und das mit dem Hoch und Runter. Aber ein Punkt haben wir noch, nämlich die Artikulation. Wir können auch an all diesen verschiedenen Varianten noch verschiedene Artikulationen üben. Wenn du das jetzt exponentiell ausrechnest, dann kommt ziemlich viel bei raus. Also alle Tonarten, die 7 verschiedenen Punktierungen, die beiden verschiedenen Formen der Tonleiter und alle möglichen Artikulationen, nämlich die. Dann kannst du natürlich noch alle möglichen Kombinationen von gebunden und gestoßen nehmen und hast dann wieder eine Million Möglichkeiten. Musik.
so weiter. Sei kreativ, lass dir was einfallen. Und wenn du es so richtig wissen willst, kannst du natürlich auch wunderbar an Tonleitern Doppelzunge und wenn du es ganz krass machen willst, auch Trippelzunge üben. So, jetzt bist du gefragt. Es ist ja gerade jetzt die Sommerpause vorbei und ich hatte viel Zeit, nein, ich hatte nicht viel Zeit, aber ich habe mir trotzdem Gedanken gemacht, was wir hier alles auf YouTube jetzt noch schaffen können. Ich habe noch ein paar tolle Ideen, auch Richtung Jahresende, aber das Erste, was wir zusammen machen, was ich gerne mit dir machen möchte, ist der Tonleiter-Marathon. Also, ich bin hier, du bist da. Ich bin für alle öffentlich, du bist da schön da hinten in deinem stillen Kämmerlein und guckst immer nur zu. Komm jetzt mal raus, hinter deinem Vorhang vor und zeige dich. Ich möchte einen Tonleiter-Marathon veröffentlichen und zwar mit deinen Tonleitern. Schick mir deine Tonleiter. Es ist völlig egal, welche, ob du nur einmal von unten bis oben spielst oder ob du mir ganze Kaskaden von Tonleitern schickst. Per Video oder auch per MP3, das geht auch, wenn du eine Tonaufnahme mir schickst. Ein Video ist natürlich viel interessanter zu gucken für alle, das ist klar. Eine Tonaufnahme ist auch, wenn du nicht vor die Kamera treten willst, das verstehe ich auch. Aber mach mit beim Tonleitermarathon. Wenn wir gut sind, schaffen wir einen Weltrekord. So viele Tonleitern wie möglich hintereinander geschnitten. Wie cool ist das denn? Also mach unbedingt mit, egal welche Tonart du spielen willst. Schick mir einfach eine Aufnahme per WeTransfer oder per Google Drive. Schick mir deine Tonleiter, egal, hoch, runter, Dur, Moll, nicht vergessen, die gibt's auch. Artikuliert, gebunden, gestoßen, punktiert, nicht punktiert. Und wenn es nur ein kleiner Ausschnitt ist, wenn du Anfänger bist, ist es völlig egal, Anfänger, Fortgeschrittener. Wenn du mir das einsendest, ist das eine Tonleiter, bin ich voll happy mit. Also, je mehr Tonleitern kommen, desto besser. Für den Fall, dass dir normale Tonleitern zu langweilig sind, schau dir doch noch dieses Video an. Da habe ich mal zum Thema groovende Tonleitern ein Video gemacht. Da gibt es ein ganz cooles Heft mit Playalong. Das macht dann auch voll Spaß, wenn du schon ein bisschen weiter bist. Aber mit Tonleitern beschäftigen solltest du dich. Du wirst unterm Strich auf jeden Fall davon profitieren. Das war's von mir für dieses Mal. Ich hoffe jetzt, dass mein Postfach überquillt von Tonleitern, dass ich mich nicht retten kann von Tonleitern. Also fühl dich angesprochen. Schick mir deine Tonleitern. Wir machen einen Marathon daraus. Wir sehen uns im nächsten Video.